So, herzlich willkommen zum Unboxing von Wonder Woman, das Filmbook aus England. Genau, habe ich mir importiert. Ich fand den Film damals ganz cool, ist nicht der beste Film, aber eigentlich so der beste DC Universe-Film, also quasi von den neueren Filmen, also nach der Dark Knight-Reihe quasi die Filme. Und genau, hier Blu-ray, includes Blu-ray und 64-Page. Filmbook. Da bin ich echt mal gespannt. Weil die deutschen Versionen haben mir nicht so gefallen. Deshalb habe ich mir einfach die bestellt. Und war jetzt sogar etwas überrascht, dass sie jetzt schon in meinem Postkasten war. Das ist. Oh, sogar mit Schuber. Das mag ich ja. Ich mag das ja. Genau, sie ist mit Schuber. Hier sieht man nochmal, was drin sein soll. Genau, ein bisschen Bonusmaterial. 2 Stunden anscheinend. Ton. Was haben wir hier? Da ist Italian, French, Englisch, kein deutscher Ton. Nicht so schlimm. Genau, Laufzeit 141 Minuten. Ganz viele Sterne, schön. Genau, und dann machen wir auf. Der Schuber, nichts drin. Nur ein kleiner Schuber. Und das ist das Buch. Genau, man sieht schon hier. Cool. Ja, genau, das war die Seite. Wonder Woman. DC. Ja, genau, dann macht das scharf. Genau. Cool. Dann machen wir auf. Wow, cool. The Art and Making of the Film. Experts from. Oh, es hört sich sehr schön an. Ist etwas Hochglanzpapier. Fühlt sich gut an. Ich leg das mal hin. Ah, hier ist sie. Diana. Fand ich eine, also ich finde sie als Schauspielerin, glaube ich, nicht so extrem gut, also die Qualität hinter ihrem Spiel, aber ich finde sie jetzt sehr gut zu der Rolle gepasst. Ah, das ist nochmal ein kleinen. Ja, genau, wir haben jetzt mal hier ein bisschen Charaktervorstellung. Ah, cool. Ah. Oh, ein cooles Poster eigentlich, cooles Posterdesign. Aha, The Island. Ein sehr schöner Drehort, den sie da hatten. Ah, genau, hier hat man ein paar Storyboards anscheinend. The Beach Battle, genau. The Beach Battle. Ja. Auch eine sehr coole Szene. Das Einzige, was mir in dem Film, glaube ich, nicht so gefallen hat, war, glaube ich, das Ende. Das war mir ein bisschen zu. Und wird es mir zu sehr herausgestochen. Ich weiß, irgendwie jetzt nicht so ganz gepasst. In meinen Augen. Ist mir zu übertrieben gewesen. London. Genau, nochmal Charaktervorstellung. Coole Zeichnung. Ja, ihr merkt schon, sehr viel Foto, also wirklich mehr so ein Making-of-Buch mit Fotos. Also nicht wie beim Alien-Buch, bei der Alien Edition, Special Edition, wo sehr viele Zeichnungen drin waren, sondern hier ist es wirklich mehr so eine Art Meeting the Team, wo also Charaktervorstellungen mit vielen Fotos. Hier ein paar Zeichnungen, aber sehr coole Zeichnungen hier auch. Genau. Sehr cool. Dr. Maru. Die fand ich ein bisschen unfreiwillig komisch irgendwie. Sag nicht warum. Ich glaube, die Maske hat mir nicht so gefallen. Das war so ein bisschen zu sehr Phantom der Opera-Style. Aber wahrscheinlich, ich kenne die Vorlage jetzt nicht, wird sich das da sehr gut an die Vorlage gehalten haben. Ah, das ist ein cooles Bild. Das ist da, wo sie einfach in den Krieg reinläuft. War eine sehr coole Szene. Ja, was mir aufgefallen ist beim Film selber, ich fand es sehr schade, dass sie sehr wenig das Wonder Woman Theme gespielt haben. Ich glaube, 2 oder 3 Mal hat man es, glaube ich, gehört. Aber sonst fand ich ein bisschen schade, weil mir gefällt das sehr. Oh, krass, den ganzen Dolly, wie sie da aufgebaut haben. Ei, ei, ei. Nicht schlecht. Ja, da sieht man mal, wie viele Leute da ansonsten halt rumstehen. Ja, viel Battle.
Ah, hier sind ein paar Zeichnungen. Erase. Und Victory. Okay. Ah ja, genau, ich habe schon gedacht. Genau, Images in this book are taken from this one. Ja, auch von Titan Books. Alles klar. Ist auch wie bei einem Alien-Ding. Get your copy now. Ah ja, genau, das war's schon. Ja, ich finde es eigentlich so, ist schon schön und so. Und ich finde es würdigt auch viele Filme, wenn man sowas macht. Ich finde, sowas sollte es viel öfters geben. Statt so klassische Amaris. Aber ich fand es jetzt ein bisschen, hätte mir gern so ein bisschen mehr Zeichnungen, noch Konzeptzeichnungen und vielleicht ein bisschen mehr über das Drehbuch gewünscht. Und weniger Fotos. Also ich finde, es ist nicht so watchable, so again watchable, wie das Alien-Buch. Das Alien-Buch habe ich mir jetzt mehrmals nochmal angeguckt. Und es ist wirklich schön, das ist so ein bisschen nice to have. Aber es sind mehr Seiten. Genau, und hier ist dann die Blu-ray. Ganz normal, ganz klassisch wahrscheinlich, wie man es überall bekommt. Nichts Besonderes. Und dahinter nichts. Genau, wieder ein Ultra Download Violet Code dabei, den. Genau, wenn ihr wollt, könnt ihr den abschreiben jetzt, weil ich benutze ihn nicht. Wer erster ist, hat Glück. Und wieder raus. Genau, also ich benutze es nicht, könnt ihr gerne benutzen. Kein Problem. Genau, hier hat man meine Hinterrückseite. Alle Beteiligten. Genau. Aber an sich wirklich eine schöne Edition, die man sich gerne hinstellt. Mit dem Schuber sogar zusammen. Und ich finde eigentlich, ist gar nicht so schlimm. Also ich finde bei der, es gibt ja diese Batman vs. Superman Edition, also auch Mediabook Edition. Die ist ein bisschen dicker und da finde ich, das nervt mich das ein bisschen, dass es da keinen Schuber gibt. Aber hier, die ist auch wieder relativ dünn mit relativ dicken Rahmen. Dicken Rand und es hält dann gut zusammen eigentlich. Das passt. Ich mag das nicht, wenn das so von alleine so leicht aufgeht. Genau, aber mit dem Schuber eigentlich eine ganz coole Kombination. Ich meine, jetzt kann man ja auch den Schuber, kann man ja auch wegwerfen, wenn man das nicht möchte. Genau. So, und das war schon Wonder Woman. Viel Spaß.